Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Am Ende gab es viel Applaus für eine gleichermaßen gelungene wie außergewöhnliche Theatervorführung. Vor Beginn der Aufführung trafen wir aber hinter den Kulissen viele in bunt gekleideten Theaterschauspieler. Das ist ein Kartoffelmann, die bekommt vom Diener einen Mantel aus Kartoffelsäcken. Und sie kommt dann in ein anderes Königreich. Und da erzählt sie den Leuten, dass sie keinen Namen hat. Ich bin die Mutter, also in dem Theaterstück von dem Prinzen, den ich unbedingt verheiraten will, weil meine Schatzkammer leer ist. Und bei mir kommt dann auch Prinzessin Kartoffelmann halt ins Königreich. Und ja, Diener hat ihn vorgeschlagen, halt Kartoffelmann zu geben, weil er keinen Namen hat. Und weil der Mantel wie aus Kartoffelsäcken aussieht. Es geht ja gleich los. Habt ihr auch schon ein bisschen Lampenfieber? Ja. Es geht eigentlich. Aber ich bin aufgeregt ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht wirklich Lampenfieber. Ich war schon öfters auf der Bühne. Aber ich bin gespannt, wie das dann wird. Es geht mit Lampenfieber, aber ich bin halt auch gespannt, wie das läuft. Seit vielen Jahren ist der Thüler Heimatverein bekannt für seine jährlichen Theateraufführungen. Doch jetzt zum 60-jährigen Bestehen des Vereins wurde seit vielen Jahren mal wieder ein Theaterstück für Kinder aufgeführt. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten nach einer von unseren großen Aufführungen sind wir einfach zusammen nach Hause gegangen und hatten uns einfach ein bisschen so Gedanken darüber gemacht, wie man vielleicht mal ein bisschen die Kinder hier in diesen Verein integrieren könnte. Und kurz darauf, zwei, drei Wochen später, haben wir uns zusammengesetzt, ein Stück ausgesucht und dann das den Kindern vorgestellt und dann zum Glück jetzt auch 18 Kinder insgesamt jetzt hier zusammenbekommen, die hier mitspielen wollten. Mit Hilfe und dem Engagement der Vereinsmitglieder studierte man jetzt gemeinsam mit den Kindern der Grundschule Thüle von den Klassen 1 bis 4 das Stück Prinzessin Kartoffelmann ein. In diesem Stück, angelehnt an die Gebrüder Grimm, ging es um einen König und dessen drei Töchter. Auf die Frage, wie lieb sie ihn nenneten, verglichen die Älteren die Liebe zu ihrem Vater mit Gold und Edelsteinen. Erbost aber, dass die Liebe der jüngsten Tochter ihre Liebe zu ihrem Vater über die Liebe zum Salz stellte, schickte er sie sofort weg. Wie es dann aber weiterging, und was das alles mit Kartoffeln zu tun hatte, das konnten die Kinder hier im Theatersaal verfolgen. Ein gelungenes Theaterstück für Kinder und ein großer Hoffnungsschimmer für weitere Erfolge der Heimatbühne Thüle.